Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Shadowrun Hong Kong. Ich bin Jin, gelernter, Konversationist, gelernter Gesprächspartner, sage ich einfach. Wir hatten ein leckeres Gespräch mit diesen Runnern hier drüben. Die haben die Keycard für den Safe, der sich hier drüben befindet, mit dem Forschungsprototypen der Rector gehört. Und wir müssten die Jungs jetzt reinlassen, wenn wir... Oh, wir können das hier gar nicht mehr mitnehmen. Okay, cool, warum nicht? Tja, wenn wir den haben wollen, müssen wir die Jungs reinlassen und ich würde sagen, wir gucken uns mal ganz kurz hier um. Hier gibt es eine Schießanlage, wie es aussieht, okay. Mich wundert, dass die Security hier noch gar nichts gerafft hat von all dem. Ja, also ich meine, wir haben die Shutter hier runtergelassen, klaro. Aber ansonsten, weiß ich nicht, der hätte ja mal aufmerksam werden können. So, ich würde sagen, wir untersuchen mal hier diese Zugangskontrolle. Haben ein Karma bekommen, haben die Jungs reingelassen. Sehr schön. Und der Jarl nickt uns anerkennt zu, sobald sein Team in Sicherheit im Labor ist. Vielen Dank. Wir wären dort draußen in Scheibchen geschnitten worden. Lasst euch selbst nie in eine Ecke treiben, wisst ihr? Und wir können jetzt sagen, ja, hört sich so an, als wenn was schief gegangen ist. Oder wir können sagen, ja, das hier ist Ares. Ihr solltet besser vorbereitet sein. Aber sagen mal, hört sich so an, als wenn etwas schiefgelaufen wäre. Und Dizzy sagt, ja, Boots Deck wurde von einem Sparky-Eis zerschmolzen quasi. Wir wurden von einem Reger überrascht, der aus einem Flur kam. Und ich habe einen Hüftwurf auf ihn angewendet quasi, also ihn über die Hüfte geworfen. Und sein Körper hat den Jackpoint getroffen, den Bull benutzt hat. Irgendeine Art Stromstoß hat oder ein Spannungsanstieg hat ihn getroffen und das System ist auf roten Alarm umgestiegen. Bevor wir es wussten, ist Knight Errant überall um uns herum geschwärmt. Und Bull sagt, ja, ehrlich gesagt, das ist ein Anfängerfehler. Wenn ich einen redundanten Signalfilter benutzt hätte, dann hätte ich einen extra Sekundenbruchteil gehabt, als die Buchse kaputt gegangen ist. Aber so wie es war, habe ich ein Teerbaby-Eis getriggert oder ausgelöst und bevor ich mich befreien konnte, war das System schon voll beleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Aha, haben wir bekommen, sehr schön. Und er sagt, hier, fang. Die Keycard ist jetzt wertlos für mich. Bull wirft dir die Keycard zu, mit der er versucht hat, durch die Labortür zu kommen. Hier, ne? Sie hatten ja die Keycard oben aus dem Penthouse geklaut von Hardingham und dem anderen. Taylor heißt er, glaube ich. Um hier die Tür zu öffnen, das hat nicht geklappt. Die ist nur für den Laborsafe, also von daher. So, und wir können jetzt einfach sagen, komm. Ja, verbringt ein paar Momente damit, dich zu untersuchen. Aha, ist der Magier, das kennt er uns gerade. Als sich sein Gesicht plötzlich erhellt. Warte mal eine Minute, ich erkenne dich. Du bist Sparks, richtig? Ach du Scheiße. Dein Name ist überall in den Schatten von Hongkong gegenwärtig. Nach dem, was ich gehört habe, hast du eine Menge Arbeit für die gütige Cheng erledigt. Ja, das stimmt. Diese meint, ach verdammt. Sie blinzelt ein paar Mal. Aha. Sie ist eine Körperadeptin, vermute ich mal, und scannt uns jetzt gerade. Sie blinzelt ein paar Mal und betrachtet dich von oben bis unten. Es ist ein Anflug von Ehrfurcht in ihrer Stimme, als sie spricht. Ich habe nicht erwartet, auf solche schweren Jungs zu treffen. Bei unserem ersten Run hier draußen. Aha, die sind also neu in der Gegend. Und wir können jetzt sagen, ja, ihr habt mich hier im Nachteil. Wer seid ihr denn? Oder wir können sagen, lern dich anzupassen. Oder wir können sagen, hey, wie seid ihr denn hier in das Ganze hineingeraten? Ja, wir fragen sie mal, wer die sind. Und sie sagt, ich bin Dizzy. Der Typ mit dem Gewehr ist der Jarl. Dizzy.
spricht mit dir in einem Bühnenflüstern und formt ihre Hand trichterförmig in der Nähe von ihrem Mund. Wir versuchen nicht, den bestimmten Artikel zu benutzen. Es hört sich unsinnig an. Jarl oder der Jarl, was auch immer, ist von Dizzys Albernheiten verwirrt oder überrascht. Es ist ein Titel Dizzy. Er verdient das davor. Diese gestikuliert in Richtung des Schamanen und des Orks. Die beiden sind Octi und Bull. Magie und Tech Support. Hast du jemals von uns gehört? Und wir können jetzt sagen, ja, ich kann nicht sagen, dass ich das schon mal von euch gehört habe. Oder wir können sagen, ein bisschen, ja, ihr operiert zum größten Teil in den Yukas, richtig? Oh, wir kennen die scheinbar. Gut, dann nehmen wir das untere. Und der Jarl sagt, ja, ich komme von überall her und bleibe nicht wirklich lange an einem Ort. Die anderen drei sind alle von den großen Seen, aus der großen Seengegend. Ruefully, was ist denn das? Kläglich, reumütig. Das hätte ich auch so übersetzt, aber ich weiß nicht, wie das jetzt hier in den Kontext passt. Wir finden das mal raus. Reumütig schaute er Jarl auf den Rest seines Teams. Das hätte eigentlich eine einfache Reise nach Übersee für uns sein sollen. Erledigt diesen Job, vielleicht zwei, drei mehr und nach Hause fliegen. Und dann wieder nach Hause fliegen. Jarl drückt einen Finger auf sein Ohr. Er legt seinen Kopf schief und hört aufmerksam zu. Nach einem Moment lässt er eine Reihe von halb ausgestoßenen Flüchen hören. Uns geht die Zeit auf, wir müssen uns bewegen und das ziemlich schnell. Und wir können jetzt sagen, ja, nicht so schnell. Was ist mit den Prototypen? Aha, gut, dass wir diese Frage mal klären. Bull schüttelt seinen Kopf und schnauft. Roh, würde ich sagen. Wir können uns darüber hier streiten oder wir können versuchen, hier herauszukommen, bevor wir getötet werden. Wenn es dafür sorgt, dass du dich besser fühlst, dann kannst du ihn behalten, bis wir aus der Gefahrenzone raus sind. Gaichu nickt akzeptierend. Das ist ein akzeptables Ergebnis, für den Moment zumindest. Na gut. Wenn die hier uns den Prototypen freiwillig überlassen und wir das später ausdiskutieren, als Freunde oder auch nicht, dann machen wir das doch, oder? Hört zu, was ist euer Weg nach draußen? Wir werden nach drüben zu dem mit Seilen, zu dem Federated Boeing Gebäude nebenan klettern, aber mit all diesem Aufruhr hier, nun, ich denke, würden wir wahrscheinlich von dem Seil geschossen werden. Und wir können jetzt sagen, ja, wir gehen unterirdisch raus. Unten gibt es einen Aufzugsschacht hinunter und dann rüber zur MTR-Station. Oder wir können sagen, ja, kommt mit uns, wir nehmen den Aufzugsschacht zu der kollabierten MTR-Station. Ja, wir nehmen mal das Letzte, ne? Wir nehmen die einfach mit und hoffen, dass die uns nicht in den Rücken fallen oder dass unser Team aufmerksam genug ist. Und Bull sagt, ja, ich wusste nicht mal, dass der da ist. Wir hätten bessere Beinarbeit machen sollen, bevor wir hierher gekommen sind. Bull legt seine Pistole nach, zieht sie zurück, drückt sie dann in seinen Holster zurück mit einem lauten Klick. Wir werden euch folgen, mehr Waffen schaden ja nicht richtig. Ihr führt uns, ihr zeigt uns den Weg und wir werden direkt hinter euch sein. Das hört sich wie eine Drohung an. Plötzlich gibt es ein Heulen von Alarm. Rote Lichter gehen über euch an als eine Begleitung zu dem Lärm. Ihr hört auch ein plötzlich zischendes Geräusch, eher wie ein Reifen, aus dem die Luft gelassen wird. Und mit diesem Geräusch kommt eine, ja, das war klar, kommt ein beißender Geruch
der schwer in der Luft hängt. Und Opti sagt, ja, sie vergasen uns. Schaut mal dort drüben, es kommt aus diesem Ventil heraus. Und Bull sagt, ja, wenn mein Deck nicht frittiert worden wäre, dann wäre ich jetzt in der Lage, mich einzustöpseln und es aufzuhalten. Ich hoffe, ihr habt ein Deck oder ein paar Drohnen mitgebracht. Wenn ihr das nicht gemacht habt, dann müssen wir ganz schnell hier raus. Ja, natürlich haben wir alles dabei. So, und das Gas ist noch okay. Wir brauchen jetzt also einen Checkpoint. Und der nächste Checkpoint, wenn ich... Was ist hier drin? What? Guck mal. Ja, das Gas abschalten ist optional. Und das sollen wir hier drüben drin machen irgendwie. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir da hinkommen. Und das heißt, wir werden mit Gaichu anfangen. Gaichu nimmt die Drohne mit. Gobbit wird mal nach hier drüben checken gerade. Wie wir hier reinkommen, wie kommen wir da rein? Achso, hier ist ein Checkpoint. Ich dachte, im Labor müsste auch ein Checkpoint sein irgendwo. Hier drüben ist angeblich auch einer. Gut, okay, vielleicht müssen wir uns den Weg gerade hier rauskämpfen. Ich weiß es nicht genau. Wir werden das herausfinden. So, Raptor. Kontrollmodus. Drohne. Ja, die ist uns ja jetzt gefolgt, hat trotzdem noch 3 Punkte. Hat also eigentlich schon Bewegung gehabt in dieser Runde. So, und Sparks, ja, der muss jetzt hier ein bisschen Gas geben irgendwie. Ne, Gaichu wird sich, denke ich, um den Drohnenprototypen kümmern. Beziehungsweise um den Autoreparatur. Mit Prototypen. Haben wir hier schon Kontakt? Wir haben irgendwie noch keinen Kontakt, ne? Kann das sein? Vielleicht kommt ein Raptor. Raptor kommt bis hier hin. Dann soll er auch bis hierhin laufen, bitte. Nach hier vorne. Aha, hier die Tür, die können wir jetzt öffnen. Wir können hier eine Drohne reinschicken. Über die Ventile und wir haben hier einen Rigger und einen Security Captain. Oha, das könnte also gleich ein bisschen durcheinander werden. So, Drohne. Ja, zeig mal, was du drauf hast. Noch auf die Drohne schießen. Wir schießen stattdessen lieber auf den Rigger. Oh ja. Das hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, Sparks kommt auch bis nach hier vorne. Was natürlich ganz cool ist. Gaichu könnte jetzt wahrscheinlich ein, zwei Bewegungspunkte mehr gebrauchen gerade. Dafür ist natürlich Gobbit zuständig. So, und Gaichu, Metal Stance würde ich vorschlagen. Also als defensives Ding. Damit er hier erstmal ein bisschen Distanz gut machen kann. Vielleicht kommt denn der Gute. Ich weiß nicht, ob hier gleich noch einer rauskommt und ob wir dann einen Scheiß haben. So, Sparks, wie weit kommst du nur noch? 3 Felder. Oder also bis zu Gaichu kommen. Da sitzen wir dann aber ein bisschen dicht gepackt. Das wäre, glaube ich, nicht so geil. Da haben wir hier eine Sichtlinie. Ja, hier haben wir eine Sichtlinie.
41% oder 46%. Aber wir versuchen ihn einfach niederzuschießen. Wow, das hat sehr gut funktioniert. Und damit sind wir die Drohne auch gleich los. Das hat mich gerade ein bisschen überrascht, dass es so gut funktioniert hat. So, da kommt das andere Team auch. Die unterstützen uns hier, hoffentlich. So, und hier drüben gibt es den Checkpoint, das wissen wir. Da müssen wir also irgendwie hinkommen. Wow, hier ist es voll. Schade, wir stehen nicht mehr so dicht zusammen. Ich hatte gerade gehofft, wir könnten hier... Overclock, nehmen wir. Eine Granate einfach reinhauen. So, Koschei, 5 Punkte haben wir. Phosphor macht 14 Damage. Stunnen wir die erstmal. Boah, unsere Trefferchance ist nicht so geil von da hinten. Guck mal, haben wir den Typen flankiert? Ja, den haben wir flankiert. Das ist sehr cool. 65% trotzdem nur. Schwarz muss hier ein bisschen vorrücken. Dann kann er den Typen hier markieren gerade. Dankeschön. So, und dann kann die Drohne hier nämlich den Headshot ansetzen. Aber wir lassen sie vielleicht auch noch ein bisschen nach vorne kommen, oder? Was haltet ihr davon? Gute Idee? Ich denke schon. So, hier einmal Headshot. Sehr schön. Wie viel hatten der noch? Das könnten wir wahrscheinlich nur mit Sparks rausfinden. Ich weiß nicht. Ballern hier einfach. Okay, sehr schön. So, und dann... Ah ja, das sieht besser aus. Wir stunnen die beiden Typen hier einfach. Unbalanced. Okay, cool. Das sollte es uns ein bisschen einfacher machen. Sind hier mal unseren Stance. 66% nur. Das ist nicht so viel, ne? Der Typ ist ausgeschaltet, wenn wir den hier irgendwie zu Boden kriegen würden. Das ist ganz geil. Okay, 12 Damage. 18 Damage minus 1 AP. Okay, der ist auch ausgenockt. Dadurch. Das ist ganz cool. War also die richtige Taktik, würde ich sagen. Haben wir Sichtlinie auf irgendjemanden? Ja, sieht nicht so aus. Also müssen wir hier ein bisschen nach vorne kommen. Bobbit, 3 Punkte hat sie. Oh cool, da kommt sie bis hinter das Sofa. Also, da kommt unser befreundetes Team, Killing Hands. Okay, ich weiß nicht, wie lange die anhalten. Also kommt er für 2 Runden nicht in Nahkampfreichweite, würde ich behaupten. So, und wir müssen uns hier jetzt echt ein bisschen anhalten. Das heißt, Gaichu wird ja erstmal ein bisschen aufräumen. 12 Damage. Ach was, der lebt immer noch. Und 10 Damage, so. Koschei. Können wir den irgendwie overclocken oder irgendwas? Ne, der Overclocken ist noch auf Cooldown. Ja, dann Drohne. Wir kommen nach hier. Ich würde voll gerne auf dieses Feld hier. Ja, da auf. Ja, genau dahin. Dankeschön. So, hier einmal ins Knie schießen, bitte. Quatsch. Dann nochmal einen gezielten Schuss, damit der auch hier nichts anbrennt. So, Jin, kommt gerade nicht durch irgendwie. So richtig. Rector, kannst du noch. Na, Rector kommt nicht weit genug nach vorne. So, ja, da muss Gobbit halt bis nach hier kommen. Ah, die kann hier drüben Geist beschwören. Ist sehr cool. So, schalt den mal aus. Ja, wow, hat gerade so gereicht, ne? War keine gute Trefferchance auf jeden Fall. So, Jin rennt hier rein, damit er nächste Runde hacken kann.
Nicht hier. Was? Da müsste auch ein Matrix-Zugang sein. Hm. Na gut. So, Rector, rückt auf. Der Sicherheitsmann hier scheint gar nichts mitbekommen zu haben. So, Jin, wie sieht's aus? Ah, hier, da haben wir den Jackpoint. Sehr schön. Vorher, Gaichu. Komm hier rein. Okay, alles cool. Wir benutzen den Laborsafe. Du ziehst die Keycard über den Slot und der Safe lässt ein Piepen hören und das Licht blinkt grün. Als die Tür sich öffnet und der Inhalt enthüllt wird, sieht man einen Stapel von Chips und einen Plexiglaswürfel, der ein Wirrwarr von Drohnenteilen enthält. Mit einem geschickten Griff schnappst du dir die Ware. Okay. Mal erledigt. So, was steht jetzt hier noch? Ja, also entweder das Gas abschalten, ne, das machen wir einfach noch optional und dann sollen wir entkommen. Sehr schön. So, Gaichu hat noch 2 Punkte. Wir bringen mal die Drohne einfach hier drüben in Stellung. Dann lassen wir Gaichu hier gerade in Deckung gehen. Als Absicherung. Gobbit macht sich hier irgendwie zentral so ein bisschen bequem. So, dann kann sie hier zum Beispiel ein Aim auf Gaichu zaubern. Und Rector darf man diese Tür hier öffnen. Nee, Fehler. Ah, da ist keiner drin. Und da ist auch ein Jackpoint. Okay. Also da hätten wir uns auch einstöpseln können. Das ist vielleicht sogar einfacher zu verteidigen, oder? Ja, ich glaube, wir stöpseln uns da hinten ein. Smarts. Hier rüber, bitte. Ja, wenn wir hier so ein bisschen kompaktere Verteidigungsposition haben, ist das für alle angenehmer. Hat Gobbit eigentlich Line of Sight hier drüben hin? Ah, da müsste sie laufen. Würde sie eine volle Runde kosten. Ist eigentlich ganz okay. So, Smart sitzt da gut. Rector kann es sich hier drüben bequem machen. Die Drohne sichert dann bitte auch nach hier vorne ab irgendwie. So, und wir stöpseln uns hier ein. Würde ich sagen. 3 Ventile müssen wir schließen. Kriegen wir hin. Piep, 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 piep. So, wir laden hier also unser Deck voll. Bestätigen. So, okay. Alles cool hier. Gobbit kann nochmal Haste zaubern auf Gaichu. Dann gibt sie Rector vielleicht drin. Ach cool, das geht hier in Umkreis dann, weil sie wahrscheinlich auf dem Dings steht. So, wo rennt sie jetzt hin? Keine Ahnung. Ich höre Gegner. Ich weiß nämlich, von wo die kommen. Keine Ahnung. Okay, wir sind in der Matrix. So, wir können uns nicht shielden oder irgendwas. Ja, da sind wir jetzt direkt durch. Ist okay. Macht gar nichts. So, wir feuern hier erstmal einen Anti-Trace. Um das einfach zu senken. 250. Boah, scheiße, beinahe wär's gestorben. So, einmal Sniffer.
Spiel. Einmal Killer. Und dort. Und dann schalten wir das Ding hier ab. So, eins haben wir abgeschaltet. Zwei fehlen noch. So, wo müssen wir hin? Ich glaube auf die andere Seite in Wirklichkeit. Ne? Kann es sein? Ah ne, hier ist gut, hier ist gut. So, zwei geschlossen. Und das dritte müsste dann hier hinten das sein, denke ich. Zurück. Hier hinter dem lang. Lalalala. Ich würde hier voll gerne lang. So. Okay. Gas abgeschaltet. Er hat leider gar kein Karma gegeben. Okay, jetzt müssen wir nur noch entkommen. Da ist. Achso, naja, wir müssen uns da ausloggen, wo wir uns eingeloggt haben, denke ich. So, einmal entkommen bitte. Und wir haben hier krass viel Zeit irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil wir keine Kampfrunden verstreichen lassen. So, Sparks ist durch. Wir müssen nur noch entkommen. Wo müssen wir dafür hin? Aufzugsschacht? Okay, alles klar. Kriegen wir hin. Arbeiten wir uns hier einfach nach vorne. Irgendwo sind noch Gegner. Mit denen müssen wir uns ja jetzt nicht unbedingt anlegen. Gibt es hier irgendwo Deckung, die wir benutzen können? Spärlich. Er ist jetzt relativ isoliert. Ja, Fehler. Grober Fehler. Aber wir haben hier wenigstens einmal aufgeklärt. Wir wissen, was uns hier erwartet. So, einmal Overclock. Obwohl, nee, diese Runde noch nicht. Ach, scheiße, jetzt habe ich es doch gemacht. Ja. Gut, gut, meinetwegen. Kann die Drohne bis hier hinlaufen? Ach scheiße, die bräuchte zwei Punkte, um eine Granate zu werfen. Aber wäre eine Granate jetzt gerade voll geil gewesen. Na gut, macht nichts. Wen wollen wir denn hier? Den Enforcer, Guard, Mage und eine Adept. Den Mage wollen wir hier. 14 Damage minus 1 AP. Ist so cool. Muss reichen. So, Raptor bewegen wir ja auch irgendwie nach vorne. Gobbit könnte hier für 3 Punkte hinrennen. Mal für 2 Punkte bewegen. Wir bewegen sie vielleicht mal für 1 Punkt. Und dann können wir uns nächste Runde dahin und dann wieder in Deckung begeben, hoffe ich. Mehr Aim. Und dann beenden wir unsere Runde und schauen mal, was passiert. Ja, ich schaue gerade auf die Uhr, die Folge hier an der Stelle eigentlich zu Ende, aber ich würde sagen, den Kampf machen wir noch, oder? Ah. Nein. Ach, cool. Keine Aktionspunkte mehr. So, Drohne. Jetzt. Kriegst du hier? Ja, zwei Leute kriegt sie. Ja, doch, sie sollen mal ruhig die beiden hier erwischen, ne? Ich denke, das ist ganz gut.
So, und das zieht ihn nämlich richtig ab. So, sehr schön. Das hätte funktioniert. Jetzt muss Sparks hier irgendwie mit so ja, schlechter Deckung operieren. Wir nehmen erstmal Gobbit. Darf hier diesen... Ja doch, das passt ganz genau. Hier diesen Geist beschwören, bitte. Dann darf sie sich hier rein in... Nee, Gobbit soll bitte. Darf sie sich hier rein in Deckung verkrümeln? Nein, das ist scheiße. Ja, lieber Geist, du musst jetzt hier... Ach, der gehört zu uns. Das ist friendly. Okay, gut, wusste ich nicht. Ich dachte schon irgendwie hier. So, ja, dann gucken wir mal, was Gaichu hier reißt. Der ist ja noch im Metal Stance. Ach nein, Digga, Wasser. Eigentlich sollst du Evan. Danke. Daneben. Na toll. Nochmal daneben. Ah, hervorragend. Also da muss der Geist ein bisschen eingreifen gerade. Ouchi. Ah, okay, das war ein Cone. Da müssen wir aufpassen. Wir geben Gaichu hier einfach mal eine Rüstung, damit er überlebt. So, versuchen wir den hier ein bisschen zu klump zu hauen. Ja, der weicht relativ gut aus, ne? Wir schießen scheiße. Könnte aber gereicht haben, eventuell, unter Umständen. So, Rack da. Ja, weiß ich nicht. Geh mal hier in Deckung. Ja, die können auch was machen hier, ne? Defense, Light Cover. Oh, das hört sich nach einer coolen Fähigkeit an. Ja, machen die auch irgendwas Gescheites? Was stacken die da einfach nur? Daneben. Ah! Gaichu erwischt es gerade. Au, uns erwischt es gerade auch. Gaichu. Metal, was haben wir hier für eine Trefferchance? 55. Ist immer 55, also können wir auch ruhig Heaven behalten. Nein, Damage. Daneben. Nein, Damage. Nein, Damage. Okay, cool. Geist. Erledige den Typen. Nein, Damage. Daneben. Daneben. Ach komm schon, ein Treffer noch. Ja. Was? Lebt noch? Wieso lebt er noch? Was fällt ihm ein? Ah, wir hätten mit Gaichu vielleicht so einen Bleeding-Effekt oder sowas benutzen sollen. Das wäre vielleicht ganz geil gewesen. So, stattdessen stellen wir uns einfach mal hier rein. Ballern auf den Typen. Ja, ungefähr so. 3 Damage reicht vollkommen. So, hier ein gezielter Schuss. Ich glaube, der stirbt sowieso, ne? Der hat keine 5 Lebenspunkte mehr, also den können wir vollkommen in Ruhe lassen. Da können wir vielleicht eher ein Heal sprechen. Eine Sichtlinie. 38%. Ungeil. So, dann rennt hier rein, Gobbit. Da haben wir wenigstens ein bisschen Distanz gut gemacht. Ja, unsere Drohne kann ja hier flankieren. Mit einem Punkt kommt die bis hier hin. Das ist ganz cool. Einmal ins Knie schießen, bitte. Danke. Und dann nochmal Kopf schießen, bitte.
Sehr gut. So, und dann kann Rector hier ein bisschen vorstürmen. Wir sind noch auf Cooldown beim Overclock leider. 41, ja dann frei würde ich sagen. Bams. Was? Er hat beide getroffen? 41 und 26. Ach Mann, ey, der wäre sowieso gestorben. Das war ein verschwendeter Schuss gerade. Ja, das war ein guter Schuss. Sowas brauchen wir. 10 Damage. Ich habe was? Ich habe irgendwas gepickt. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das scheint die letzte der Sicherheitskräfte zu sein. Ich kann niemanden sonst auf dem Stockwerk hören. Gaichu hebt seine Nase und dreht seinen Kopf vor und zurück wie eine Schlange, die die Luft schmeckt. Wir sollten uns beeilen. Es wird nicht lange dauern, bevor die Verstärkung ankommt. Gobbit klatscht aufgeregt in die Hände, als sie Gaichu betrachtet. Nibbles, du bist wie... so eine Art verrückte Fledermaus oder sowas, ne? The Crazy Bat from Hell. Ich wette, du könntest... Achso, ich wette, ich könnte in meine Tasche greifen, alles darin auf den Boden werfen und du wärst in der Lage, mir zu sagen, wie viele Kleinteile dort waren. Richtig? Ja, weil er autistisch ist. Und er sagt, nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich könnte dir sagen, zumindest sagen, wo sie sich befinden würden. Zählen ist schwierig. Besonders, wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass du eine Handvoll von getrockneten Shrimps werfen würdest. Lecker. Ja, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ihr könnt es im Video wahrscheinlich besser sehen, indem ihr da einfach auf Pause drückt und dann... Ne? So, und beim nächsten Mal werden wir hier rausgehen, zurück nach Heoi gehen und mal sehen, was mit dem Runner-Team hier passiert. Das ist ja auch noch zu klären. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!